Jedes Land mit bedeutenden Ölvorkommen hat gelitten. Das Öl kommt nicht den Ländern selbst zugute, sondern einigen wenigen Leuten, die die nationalen Vermögensstatistiken anführen. Die Theorie mit den Entwicklungsfonds sieht so aus, dass man von der Weltbank Geld ausborgt und in ein nettes Strukturprogramm investiert. Das fördert das Wirtschaftswachstum und bringt wiederum Kapital, sodass der Kredit schnell abgezahlt ist und die Investition Gewinne abwirft. Die Praxis ist anders. Weite Teile der Welt haben Rückschritte gemacht. Für Teile Afrikas waren die letzten 20 Jahre verlorene Jahre. Das gilt auch für die meisten Länder Lateinamerikas. Dort sind 50 bis 60% der Bevölkerung so arm wie eh und je, oft ärmer. The Caraqueños are especially proud of their low rent housing projects. Huge apartment buildings in clusters on the hillsides. We have nothing like them at home. Mit hoher Wahrscheinlichkeit findet man in jeder dieser Städte Wolkenkratzer und mehr Mercedes als hierzulande. Geht man aber in die ärmeren Viertel, so sieht man, dass ungleich viele Menschen in unsagbarer Not leben. Was man meist weder beigebracht bekommt noch bedenkt, ist, dass Wirtschaftshilfe nicht unbedingt dem Volk hilft. Mitunter begünstigt sie nur wenige an der Spitze der Vermögensskala. Das gilt für alle Länder der sogenannten Dritten Welt. Wir suchen uns ein Land, dessen Ressourcen bei unseren Konzernen gefragt sind. In den 70ern stellten wir zum Beispiel fest, dass Ecuador über reiche Ölreserven verfügt. Er wollte, dass Ecuador seinen eigenen Weg geht, dass die Einheimischen nicht zusehen müssen, wie ihr Land von US-Ölfirmen kontrolliert und verschmutzt wird. Er war sehr aufgeklärt, nicht sonderlich radikal. Ein guter Mann. Wir mochten ihn. Wir fanden, dass er zu den besseren Präsidenten Lateinamerikas gehörte. Damals verdoppelte sich das Einkommen der Arbeiter. Bis heute ist es nicht gelungen, die Kaufkraft der Arbeiter auf das Niveau der 80er Jahre zu bringen. Mein Vater wurde gefragt, wie er in die Geschichte eingehen wolle, ob als großer Präsident oder als brillanter Mann. Und er war ein überaus brillanter Mann. Und er sagte immer, als guter Mensch. Jaime Roldós plädierte für das Brennstoffgesetz. Es sollte die Ölvorkommen Ecuadors schützen und sein Volk fair an dem Gewinn beteiligen, der mit den Fördermengen erzielt wurde.
Una de nuestras principales riquezas es el petróleo. El petróleo constituye hoy el filón principal de la riqueza ecuatoriana. Sobald einer dieser Präsidenten gewählt ist, besucht ihn ein Economic Hitman. Jemand wie ich betritt sein Büro und sagt: Herr Präsident, ich gratuliere Ihnen zum Amtsantritt. Und dann: In dieser Tasche habe ich ein paar hundert Millionen Dollar. Sie gehören Ihnen und Ihrer Familie, wenn Sie unser Spiel mitspielen. Und in dieser Tasche habe ich eine Waffe. Damit werde ich Sie erschießen, wenn Sie Ihre Wahlversprechen halten. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Aber denken Sie daran, was geschah mit Allende, was mit Arbenz, was mit Lumumba. Es gibt eine ganze Liste toter Helden. Und die Präsidenten wissen alle Bescheid. Sie wissen, was diesen Leuten passiert ist. Jeder, der sich den Konzernen widersetzt hat, wurde entweder ermordet oder des Amtes enthoben. Nun, was würden Sie in der Lage tun? Ich glaube, wir müssen uns alle diese Frage stellen. Was täte ich in dieser Situation? Das ist eine äußerst schwere Entscheidung. In den letzten Monaten seiner Präsidentschaft merkte man, dass er unter großem Druck stand, insbesondere seit Jänner 1981. Man hatte ständig das Gefühl, dass er Drohbriefe erhielt. Er bekam Schreiben, die er bloß las, zerriss und wegwarf. Offenbar wurden meine Eltern sehr oft bedroht. Meine Mama war besorgt. Mi mamá estaba preocupada. Seguiremos defendiendo, como hemos defendido, la no intervención y la libre determinación de los pueblos. Y saludamos con beneplácito los avances democráticos que hacen los pueblos del mundo. Procuramos una América Latina más unida, más fuerte y más solidaria. Wenn die Economic Hitmen scheitern, kommen die Profikiller an die Reihe. CIA-Beauftragte, die die Lage im jeweiligen Land sondieren und Staatsstreiche bzw. Revolutionen schüren. Gelingt das nicht, verüben sie Morde. Oder sie versuchen es. Probemos el amor a la patria cumpliendo cada quien con nuestro deber. Nuestra gran pasión es y debe ser el Ecuador. Nuestra gran pasión, oíteme, es y debe ser el Ecuador. ¡Viva la patria! Nach dem Flugzeugabsturz wurde das gesamte Gebiet abgesperrt. Nicht einmal die ecuadorianische Polizei durfte es betreten. Die einzigen, die Zutritt hatten, waren US-Militärs und hochrangige ecuadorianische Polizeioffiziere. Einige Hauptzeugen wollten später bei den Anhörungen aussagen, dass es Mord war. Sie starben bei Autounfällen. Es waren Ecuadorianer. Who were going to testify during the hearings later that it was an assassination.
died in car crashes in Ecuador. These are Ecuadorians. Hubo mucha prisa. Die nachfolgende Regierung wollte den Fall schleunigst abschließen. Der Untersuchungsbericht war in knapp einer Woche erstellt. In einer Woche. Innerhalb von einer Woche lag der fertige Bericht vor und darin stand, es war ein Unfall. Es war eine Farce, es war wirklich eine Farce. Uns Kindern, unserer Familie und der ganzen Bevölkerung wurde die Möglichkeit genommen, die Wahrheit herauszufinden und sich der Realität zu stellen. Ich glaube, das ist eines der schlimmsten Dinge, die man jemandem antun kann. Dass man nicht alles daran setzt, den Fall aufzuklären. Irgendwie ist mein Vater immer noch gegenwärtig. Mir blieben immer Zweifel. Ich wollte wissen, was geschehen war. Die Sprache, die Rhetorik von Torrijos ähnelte verdächtig jener von Chavez, Allende oder eben Jaime Roldós. Und zwar insofern, als er ein Abkommen forderte, mit dem der Kanal an Panama zurückgegeben wurde und mit dem dafür gesorgt war, dass die Kanalzone als panamaisches Hoheitsgebiet respektiert wird. Er ließ die USA abblitzen, sagte, wir spielen nicht mehr mit. Der Kanal gehört dem panamaischen Volk. Er durchschneidet unser Land. Wir wollen ihn zurück und das ist unser Recht. Die Tatsache, dass er das aussprach, erfüllte die Panamaer mit Stolz. Es hob ihre Stimmung ungemein. Sie waren wie ausgewechselt. Der Panama-Kanal war eine strategisch wichtige Wasserstraße. Die USA steckten in einem Dilemma. Konnten sie es dem Mann erlauben, über eine solch wichtige Wasserstraße zu bestimmen? In control of a strategic waterway. Torrijos is a friend and ally of Castro, and like him is pro-communist. He threatens sabotage and guerrilla attacks on our installations if we don't yield to his demands. Well, the canal zone is not a colonial possession. It is not a long-term lease.
It is sovereign United States territory, every bit the same as Alaska and all the states that were carved from the Louisiana Purchase. We should end those negotiations and tell the general, we bought it, we paid for it.